Ich freue mich, dass ich heute hier einen Vortrag halten darf zum Thema Arbeitswelt der Zukunft und teile gerne meinen Bildschirm mit Ihnen und freue mich, dass ich heute mal hier sprechen darf und nicht moderieren darf, zu den Gedanken, Fragen, Ideen und Impulsen zu den Chancen der Digitalisierung. Nathalie hat es gerade schon gesagt, ich beschäftige mich intensiv schon seit Jahren mit diesem Thema Arbeitswelt und auch Arbeitswelt der Zukunft und Technologien und der digitalen Transformation insbesondere. Wenn hier steht Fragen, Ideen und Impulse, dann starten wir mal mit den Fragen, die wir uns stellen. Und die erste Frage, die ich immer gut finde zu beantworten, ist: Warum treffen wir uns heute eigentlich? Damit wir überhaupt wissen, worum es eigentlich geht. Für mich ist die Frage oder Kernfrage: Wie gestalten wir unsere zukünftigen digitalen Arbeits- und Lebenswelten in den Kommunen erfolgreich? Und gleich gehen wir nochmal auf das Thema digitale Lernkultur ein. Und wie schaffen wir das eigentlich? Und warum ist das eigentlich wichtig? Wenn wir uns damit beschäftigen, wo wir so stehen, was das Thema digitale Reifegrad anbelangt, dann greife ich immer zum DESI, zum Digital Economy and Society Index. Da sehen wir hier, dass Deutschland eher im Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt der EU ungefähr ist, was das Thema digitaler Reifegrad anbelangt. Der DESI wird von der Europäischen Union erhoben und beschreibt so etwas eben wie diesen Reifegrad. Und Deutschland landet eben eher im Mittelfeld, im unteren beziehungsweise unter dem Durchschnitt. Und die Europäische Kommission schreibt Deutschland auch Hausaufgaben ins Pflichtenheft. Es steht hier auf Englisch. Ich versuche es nochmal auf Deutsch zu formulieren. In dem Report für die digitale Dekade bis 2030 macht also die Europäische Kommission klar, Deutschland sollte seine Bemühungen im Bereich der digitalen Skills beschleunigen, also uns alle ein bisschen fähiger machen, was das Thema digitale Kompetenzen anbelangt. Und heute nicht das Kernthema dieser Veranstaltung, es hat aber durchaus was damit zu tun, Deutschland solle auch seine Bemühungen, den öffentlichen Dienst zu digitalisieren, ebenfalls beschleunigen. Jetzt ist das so, dass ich mich seit über 10 Jahren mit der Initiative Kommune Digital schon auf über 100 Veranstaltungen zum Thema digitale Transformation mit der digitalen Kommune beschäftige. Und ich weiß, dass Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem öffentlichen Sektor häufig ganz andere Themen haben. Also, vor welchen Herausforderungen stehen Sie, die Arbeit und Leben vor Ort zu organisieren? Es gibt immer Ressourcenmangel, es gibt immer Finanznöte, es gibt immer eine große Komplexität, vor der sie stehen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und jetzt sollen wir auch noch eine digitale Lernkultur entwickeln und digitalisieren. Ja, kann man machen, aber das ist natürlich eine große Herausforderung. Das Schöne ist, sie stehen nicht alleine, sondern wir alle stehen vor diesen Herausforderungen. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch als Privatpersonen ist es. Und ich weiß nicht, ob es ein Trost für Sie jetzt ist, aus den Kommunen heraus, dass wir eben nicht alleine sind. Das merken wir häufig auf unseren Veranstaltungen, die wir organisieren, auch an den Interaktivitäten, an dem Austausch, den wir schaffen, an den Netzwerken, die wir dadurch fördern. Und das ist so ein bisschen so das Gefühl, was man ja haben kann, wenn man sich nicht austauscht, dass wir in jeder unserer jeweiligen Community, Familie oder in unserer Sippe, die wir so haben, häufig das Gefühl haben, so alleine dazustehen. Das ist aber nicht so. Deswegen meine erste positive Nachricht erstmal an uns alle. Wir sind nicht alleine und Sie sind nicht alleine. Jetzt können Sie sagen, es ist ja schön und gut, dass ich nicht alleine bin, aber was bringt mir das? Ich habe ja immer noch so viel zu tun. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Warum soll ich mich denn jetzt auch noch mit der Zukunft beschäftigen? Weil gerade wenn sich schon so häufig so kluge Menschen geirrt haben, wie hier Ken Olsen, führender IT-Vordenker und Unternehmer, der irgendwann mal in den 60er Jahren gesagt hat, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben sollte. Oder ein anderer bekannter Gründer und Unternehmer, Bill Gates, der gesagt hat, das Internet ist nur ein Hype, das geht wieder vorbei. Also, wenn schon so viele kluge Menschen gesagt haben, so falsch gelegen haben, was die Zukunft anbelangt, warum sollte ich mich denn mit der Zukunft beschäftigen, mit dem Thema Digitalisierung und digitale Lernkultur? Ich sage Ihnen das, meine Antwort: Die Zukunft hat bereits begonnen. Wir reden nicht über das, was kommen wird, sondern das, was heute schon ist. Wir stehen mit Robotern
auf der Bühne. Ich hier schon mit dem Roboter Pepper auf der CeBIT 2018. Wir haben KI-Tools, die Bücher schreiben, Nachrichten schreiben, die Bilder kreieren und Filme produzieren. Und selbst Kochrezepte sind ja nicht mehr sicher vor der KI. Das heißt, wir wissen, es passiert heute schon unglaublich viel, was wir vermeintlich noch in die Zukunft drücken. Es ist aber nicht mehr so, sondern die Zukunft findet jetzt statt. Nur ist klar, wir können heute noch überhaupt gar nicht abschätzen, in welchem Ausmaß sich diese Veränderung der Welt und der Arbeitswelt noch weiter drehen wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, Antworten darauf zu finden, wie kann ich denn in dieser Welt damit leben und lernen. Und die Fachwelt hat einen Begriff gefunden in den letzten Jahren. Da gibt es den Begriff VUCA, das ist eine Abkürzung und beschreibt im Grunde genommen die Ungewissheit, in der wir leben, lernen und auch Entscheidungen treffen müssen. Den Begriff möchte ich kurz erklären. Das V steht für Volatilität, das heißt, die Schwankungsbreiten zwischen positiven und negativen Entwicklungen werden größer. Das U steht für Unsicherheit. Wir können uns zum Beispiel nicht mehr darauf verlassen, dass der große Bruder USA den russischen Bären einhegt und wenn der sich an der Ukraine satt gefressen hat, nicht auch noch weiter Richtung Westen geht. Ja. Das C steht für Complexity, für Komplexität auf Deutsch. Es gibt also vielleicht weniger einfache Antworten auf die wichtigen und dringenden Fragen, zum Beispiel gesellschaftspolitischer Art, die wir beantworten müssen. Und das A steht für Ambiguity, auf Deutsch Mehrdeutigkeit. Sie können nicht mehr einfach in gut oder schlecht oder gut und böse unterteilen. Nehmen wir mal zum Beispiel diese disruptiven Geschäftsmodelle von den Plattformbetreibern wie Uber zum Beispiel. Dank Uber ist individuelle, flexible Mobilität gerade in den Großstädten deutlich günstiger geworden. Den Taxifahrern hingegen würde es schwerfallen, Uber etwas Positives abgewinnen zu können, weil dadurch die Arbeitsplätze bedroht werden. Hinzu kommen dann noch ganz konkrete weitere Herausforderungen. Ich hatte sie vorhin schon genannt, gerade in den Kommunen, knappe Finanzmittel, Fachkräftemangel, Ressourcenmangel überall und eben diese multiplen Krisen- und Bedrohungsszenarien, wie sie uns vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht haben vorstellen können. Wir haben also eine gemeinsame Herausforderung, zum Glück haben wir sie gemeinsam, nämlich diese Ungewissheit zu bewältigen, in dieser ungewissen Welt, in dieser VUCA-Welt erfolgreich zu handeln und zu leben. Und wie kann man dieser gemeinsamen Herausforderung, dieser Ungewissheit nun am besten begegnen? Es gibt wahrscheinlich viele, viele Antworten auf diese Frage. Unsere Antwort heute bei dieser Veranstaltung ist recht einfach: Lernen. Lassen Sie uns gemeinsam lernen. Jetzt stellen Sie mit Recht die Frage, was soll ich denn lernen? Dann ist meine Antwort: Lassen Sie uns 4 Kernkompetenzen anschauen. Die Kultusministerkonferenz hat für ihr Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt 4 Kompetenzen übernommen, die sogenannten 4K, kennen Sie vielleicht auch schon, und die gehören zukünftig in Prüfungsformate für Schülerinnen und Schüler. Es geht also nicht mehr um das Abfragen reinen Wissens und der Fachkompetenz, sondern es sind die 4 Kompetenzen: kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation und Kreativität. Und meine Meinung ist, diese 4 Kompetenzen gehören nicht nur in den Lehrplan für Schulen, also für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns Erwachsene. Ich lade Sie und uns mal alle ein, darüber nachzudenken, wie gut diese 4 Kompetenzen bei uns selbst als Erwachsene ausgebildet sind. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, wir sollten mal darüber nachdenken, uns diese Kompetenzen auch anzueignen und selber anzuwenden. Total verrückt. Also, wenn es um das Denken geht, selbst denken können, mit anderen zusammendenken können, eigene Gedanken mitteilen und Neues denken. Selbst lernen können, mit anderen zusammen lernen, eigenes Gelerntes auch mitteilen und Neues lernen können und zu guter Letzt auch arbeiten, selbst arbeiten können. Die KI hält uns nicht davon ab, ne? Mit anderen zusammenarbeiten, eigene Arbeit auch mitteilen und auch Neues erarbeiten können. Und lassen Sie mich noch ein 5. K hinzufügen, als Appell bitte verstanden, nehmen Sie das Thema KI ernst. Wenn Sie es noch nicht tun, beschäftigen Sie sich mit dieser Technologie und stellen sich die Frage, wie kann ich KI-Technologie für mich in meinem Arbeitsumfeld nutzbar machen?
Und machen Sie sich dazu gerne Ihre Gedanken und nehmen Sie das mal mit als einen Impuls vielleicht schon. So, wie soll das Ganze jetzt natürlich funktionieren? Jeder von Ihnen ist ja selbst abhängig in Rahmenbedingungen, in Organisationen, in denen Sie arbeiten. Sie können Entscheidungen im Zweifel beeinflussen, Einfluss nehmen, aber vielleicht nicht alleine fällen oder treffen. Deswegen meine Antwort heute auch in diesem Fall: Fangen Sie bei sich selbst an. Schauen Sie in den Spiegel und sagen, was können Sie selbst verändern? Wo kann ich mit anfangen? Das ist immer bei mir persönlich. Und hinterfragen Sie zum Beispiel Ihre Einstellung zu Veränderungen. Hier zitiere ich Gerd Über aus einem Film, die Feuerzangenbowle. Jetzt stellen wir uns ja ganz dumm, ne? Was ist denn, wenn ich noch mal ganz neu anfangen dürfte zu lernen? Was investiere ich persönlich denn, um jeden Tag schlauer zu werden? Und wie kann ich bei mir Veränderungen herbeiführen? Das Schöne ist, auch hier wieder eine positive Botschaft: Veränderung steckt in uns als Mensch. Also wir hätten uns bestimmt nicht in dem Maße weiterentwickelt, wenn unsere Vorfahren in ihren Höhlen geblieben wären und nicht ab und zu mal die Gegend nach Nahrung abgesucht hätten oder weitergezogen wären, um die nächste sichere, aber auch fruchtbare Umgebung für die Sippe zu finden. Eine sichere Umgebung ist für uns wichtig. Was für unsere Vorfahren galt, gilt auch heute noch. Wir benötigen sichere Plätze, von denen wir aus agieren können. Aber unser Potenzial für Weiterentwicklung können wir nur freisetzen, wenn wir unsere eigene Komfortzone verlassen und uns in die Lernzone begeben. Ich persönlich bin seit 2015 selbstständig und sage Ihnen, ich bewege mich seit ungefähr 9 Jahren außerhalb der Komfortzone und in dieser Lernzone jeden Tag. Für mich ist es aber auch die spannendste und erfüllteste Zeit in meinem Leben. Jetzt ist das die nächste Frage: Soll das ausreichen? Raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone? Nee, das reicht natürlich nicht. Braucht ein bisschen Struktur. Ich glaube zum Beispiel, dass es extrem sinnvoll ist, sich 3 Erfolgsfaktoren anzugucken: Methodenkompetenz, also der Werkzeugkoffer, mit dem ich arbeite, Haltung und Persönlichkeit und weniger das Wissen. Ich muss wissen, wo ich etwas finde und meine Suchkompetenz verbessern, aber ich muss nicht mehr zwingend irgendwas auswendig lernen, wenn ich heute schon jedes Wissen auf der Welt in Datenbanken, Informationssystemen und KI-Tools finde. Ich habe das mal vor Jahren schon in einem Workshop mit Stipendiaten zum Thema Arbeitswelt 2030 erarbeitet und die sind auf so ein Skillset gekommen. Das können uns ja gleich unsere Experten vielleicht gleich nochmal sagen, ob das so in die richtige Richtung geht aus Ihrer Perspektive. Natürlich ist Fachwissen wichtig, aber Fachwissen zum Datenschutz, zum Thema Informationssicherheit, zum Thema Datenbanken und KI. Und die Frage ist, also kann ich wissen, was gibt es für Tools und wie bekomme ich sie und wie nutze ich sie? Bei der Methodenkompetenz kommt es am Ende auf die Suchmethoden an: Organisation, Kombinations- und Anwendungsfähigkeit und bei der Haltung, Kritik, Selbstreflexion, Bereitschaft bei Null anzufangen, also alles Zitate aus diesem Workshop, ne, den ich da gemacht habe. Ich finde das so gut von den Begriffen her, von der Persönlichkeit her eben Neugierde, Lernbereitschaft, Orientierung an Lösungen und Stressresistenz. Wenn ich also mir anschaue, was sind Erfolgsfaktoren, dann sage ich, es sind diese 3 unteren der Pyramide: Werkzeugkoffer, mein Methodenkoffer, Haltung und Persönlichkeit. Noch ein Lieblingsbild von mir möchte ich Ihnen mitgeben. Fokussieren Sie sich, wenn es um das Lernen geht, auf Potenziale und Stärken. Ich bin zum Beispiel gerne Verkäufer, ich arbeite gerne im Vertrieb. Es ist aber keinem geholfen, wenn Sie mich von einem schlechten Verkäufer zu einem mittelmäßigen Verkäufer entwickeln. Also schauen Sie darauf, wo Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen heute schon gut sind und was Ihnen Spaß macht und entwickeln Sie die Stärken, weiter. Und das ist tatsächlich das, worauf es ankommt. Ich habe hier noch eine tolle Buchempfehlung für Sie. Titel: Wenn die Ziege schwimmen lernt, aus dem Verlag Belz und Gilbert, kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch sich einmal anzuschauen. Ist schön bebildert. So, was kann ich jetzt tun? Sie wollen ja konkrete Impulse und Empfehlungen haben, wie Sie die Arbeitswelt erfolgreich gestalten können. Dann gebe ich Ihnen gerne noch 2, 3 Punkte mit. Ein Lieblingsstichwort von mir ist Vertrauen. Vertrauen wird im digitalen Zeitalter an Bedeutung gewinnen, und zwar Selbstvertrauen und Vertrauen in andere, sofern wir ausreichend mit den 4 bis 5 K von wohin ausgestattet sind. Ne? Also nicht blind jemandem vertrauen, sondern gerne kritisch hinterfragen. Aber Vertrauen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
Also investieren Sie bitte in Vertrauen. Sehen Sie Beschäftigte und Ihre Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten im Ökosystem, nicht als Kostenfaktoren, sondern als Erfolgsfaktoren. Das heißt, investieren Sie bitte in diese Menschen. Nutzen Sie Technologien und investieren Sie in Technologien. Und bleiben Sie dabei neugierig. Also testen Sie auch mal was und spielen damit. Und verwerfen Sie auch mal Dinge, wenn es nicht so gut funktioniert, und probieren was Neues aus. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was uns von den Kinderbeinen an eigentlich mitgegeben ist und relativ aberzogen wird, wenn wir älter und erwachsener werden. Und das ist ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Bleiben Sie neugierig und dann werden wir auch gemeinsam erfolgreich sein. Und uns am Lagerfeuer dann beim Wildschwein und beim Bier oder Wein oder was auch immer wir gerne trinken, dann auch alle treffen und feiern. Ich fasse zusammen, gehen Sie rein in die Lernzone, nutzen Sie Technologien, bleiben Sie neugierig, erlauben Sie Spielen, investieren Sie in Vertrauen, sehen Sie die Beschäftigten, Ihre Kolleginnen und Kollegen und Partner als Erfolgsfaktoren und lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein. Ich schließe gerne mit dem Zitat von Albert Einstein: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Herzlichen Dank.